Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Brutal. Letztes Mal haben wir hier die gute Vorazun gerettet von ihrem Heimatplaneten Shakuras. Und Shakuras muss untergehen, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben in der Cutscene vorhin. Und wir schauen mal, was da unsere Mission genaueres zu sagen hat. Dies war keine leichte Entscheidung. Doch ich werde Shakuras eher zerstören, als den Planeten Amons Zerg zu überlassen. Es gibt einiges zu planen, Hierarch. Okay, das letzte Gefecht überladen sie den Tempel. Dafür kriegen wir eine neue Einheit, die Kaidarin-Monolithen. Extrem mächtiges Defensivgebäude, bietet überlegene Reichweite und hohen Schaden, ist aber sehr teuer und greift nur langsam an. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Zerg-Signaturen 50 Millionen, das klingt ja aufmunternd. Sagt mir, Vorazun, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zerg und Hybriden wie möglich durch das Tor locken. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlasst das mir, Matriarchen. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Artanis, wie schreiten eure Vorbereitungen voran? Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen. Okay, damit sind wir in der Mission und wir haben hier deutlich mehr Mineralienfelder. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Normalerweise hat man 8. Oh, und wir haben dauerhaft Photon Overcharge. Zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Ups, uns nein. Bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Das war nicht mein Plan. Doch wenn nötig, können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Da sind aber immer Overseer. Das heißt, so einfach ist es leider nicht. Ups, lala. Wir wollen natürlich nicht unseren eigenen Nexus angreifen. Wo gehen wir denn da hin? Ah, hier cool. Hier sieht man, wie viele Zerg auf Millionen sind. Halten Sie Ihre Stellung, bis 1 Milliarde Zerg auf dem Planeten sind. Okay, also eine Stellung halten. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich überall diese Monolithen errichten, oder? Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Kalt ist die Luft. Mein Leben für Ajur. Mhm. Schicken wir hier nochmal 2 rein. Wir warpen jetzt auch schon mal wieder 2 weitere Warp Gates. Heran. Und da kommen sie. Was ist euer Beginn? So, das haben wir jetzt erstmal gehalten. Das war jetzt nicht so schwer. Wenn wir mal ehrlich sind. Genau, das temporale Feld hatten wir ja, genau. Das könnte ich also auch immer noch zur Not benutzen. Wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich hier jetzt mal präventiv Verteidigungsanlagen hätte. Das setze ich hier auch nochmal einen Pylon hin. Ihr habt nicht genügend
Aber sie greifen wieder von unten an. Ich denke, irgendwann werden sie von mehreren Seiten angreifen. So. Achso, ich brauche erstmal nochmal einen Dark Shrine hier. Auf A liegt der. Was soll das denn? Warum liegt man den denn auf A? Der gehört da nicht hin. Eine weitere Zergbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Wie viel kostet der? 300? Ja gut, das machen wir gleich. Wir bauen erstmal normale Kanonen. Denn diese Monolithen sind ganz gut gegen schwere Einheiten, aber im Moment greifen nur normale an. Oh, da reicht aber sogar Photon Overcharge hier hin. Das ist doch schon mal schön. So. Ich warte hier auch immer noch einen Moment. Ich greife noch nicht diese Tempelstrukturen an. Sondern ich baue jetzt erstmal hier so einen Monolith bei 300. Und der ist ja viel größer, als ich dachte. Na gut, setzen wir ihn mal hier hin. Sind sie wieder unten, wie man hier sieht. Da ist wieder eine größere Streitmacht. Oh, diesmal ist da auch ein Ultralisk. Kann ich den auch selbst hier schießen lassen? Wahrscheinlich, ne? Dann werde ich nämlich den Ultralisk fokussen. Oder darf man das nicht? So, sehr gut. Das konnten wir doch wunderbar abwehren. Jetzt werden sie gleich im dritten Schritt natürlich noch von unten kommen, das ist klar. Das heißt, ich muss da auch gleich nochmal mir einen Weg überlegen. Was ist euer Begehr? Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch. Oh, wir haben hier eine Basis. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Das ist ja was. Wir haben hier eine zweite Basis, habe ich überhaupt nicht festgestellt. Das wäre natürlich klug gewesen, das relativ frühzeitig hier die schon zu besetzen. Ha, blöd. Naja, ich hoffe, dass es noch nicht zu spät ist. Jetzt kommt tatsächlich von unten die erste Welle. Nochmal weiter auf Upgrades gehen. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Ah ja, meine Vergelter können ja gar nicht mehr sterben. Ich habe das schon wieder völlig vergessen, dass wir die hier gewechselt haben, dass wir gar keine dunklen Templer mehr haben. So. Die Kanone wird hier jetzt allerdings errichtet. So, das war schon mal keine große Herausforderung. So, dann haben wir jetzt gleich an allen Stellen die gleiche Verteidigung. Also hier müssen wir natürlich noch... Oh, jetzt kommen sie von oben und unten. Ich möchte lieber oben ein bisschen mehr halten gerade. Denn unten fehlt noch der Monolith. Templer, macht euch bereit. Die Zerg rücken von beiden Seiten zum Tempel vor. So, aber ich würde jetzt gleich bei 300 Mineralien hier unbedingt den Monolithen errichten wollen. Also noch bevor ich hier weitere Drohnen baue. Probes baue, natürlich. Wir sind ja hier Protoss. Drohnen. So, und das heißt, jetzt können wir Probes bauen und die dorthin schicken. Ewiglich. Jetzt muss ich langsam aber, glaube ich, mal mich auf den Weg machen, diese Siegelsteine zu zerstören. Ich schicke jetzt mal alles nach oben. Für den Moment. Und mache mich dann auf den Weg hier hoch. Denn das sieht so aus, als würde ich das hier brechen können. Aber von unten kommt jetzt der nächste Angriff. Seid vorsichtig, wenn ihr einen Zenitstein angreift. Die darin enthaltene Energie kann instabil werden, wenn die Steine beschädigt sind. Das heißt... Oh, die greifen mich an. Ah, noch nicht. Jetzt muss ich schnell hier hin. So, sehr gut. Jetzt haben wir erstmal alles angehalten. Das wird uns beim Aufräumen hier
deutlich helfen. So, sehr gut. Jetzt müssen wir nach oben und unten. Das heißt, wir spalten mal ein paar ab und schicken ihn nach unten. Und hier nehmen wir uns mal ganz schnell das Gas. Unser Tag wird kommen. Was ist euer Mann? Basis wird angegriffen. Hier stehen zu weniger, so wie es aussieht. Brauchen hier nochmal schnell noch welche dazu. Rache für Ayur. So. Kommen jetzt von oben welche? Seltsam. Oh, das ist schlecht. Eine Gruppe Overlords nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor. Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords. Ja, das Problem daran ist, ich habe nicht so viele Lufteinheiten. So, und dann müssen wir uns nach unten ziehen. So. Ich denke, hier unten werden wir uns jetzt gleich auch um den nächsten Schlüsselstein kümmern. Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerkov-Shakuras. Und sie alle bewegen sich auf den Tempel zu. Lasst sie kommen. Die Templer werden ihnen standhalten. So, sehr gut. Das lässt sich doch wunderbar hier besiegen. Jetzt schnell nach vorne rücken, bevor hier der nächste Angriff kommt. Hier sind Banelinge bei. Das ist nicht so gut. Mit dem Stein. Lass uns wieder nach oben ziehen, denn da sind wieder viele Einheiten. Mutalisken diesmal, okay. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, und jetzt kommen von allen Seiten Angriffe. Das heißt, ich muss mich hier vernünftig splitten. Seid wachsam, Krieger. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. So. Ungefähr gleiche Anzahl überall. Hier fehlen ein paar dunkle Templer. Beziehungsweise Verheerer. Oh, hier sind Banelinge dabei. Das ist nicht so gut. Die Front haben wir immerhin schon aufgehalten. Hier ist zu wenig. Okay, aber das haben wir auch aufgehalten. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir machen uns dann auch direkt hier jetzt wieder auf den Weg, hier runden hin, um den letzten Schlüsselstein zu, Tempelstein hier zu besiegen. Immer hier diese Steine, Tempelstein, Schlüsselstein. Hier gibt es hauptsächlich Lufteinheiten. Das heißt, uns bringen die dunklen Templer relativ wenig. Wobei, interessanterweise die Mutalisten unsere dunklen Templer hier erstmal fokussieren. Oh, von unten. Ihr benötigt mehr Vespingas. Es ist vollbracht. Die Zenitsteine wurden zerstört. Sobald ihr bereit seid, können wir den Tempel überladen. Oh. Verstanden. Die Ausrichtung des Tempels schreitet voran. Nun warten wir auf die Zerg. Pylon, Pylon, Pylon. Moment. Der Blick des Meisters fällt auf eure Welt des Zwielichts.
Bei den Göttern. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Krieger, oh, Nemesis-Hybrid. Konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Das ist euer Beginn. So, der ist schon mal schon tot. Sind hier noch diese Wächter, die natürlich eine sehr, sehr, sehr hohe Reichweite haben. Was ein bisschen problematisch ist, denn so nah kam ich da nicht dran mit meinen Stalkern. Jetzt allerdings schon. So, und jetzt kommen hier neue Angriffe. So, auch wieder von allen Seiten. Das ist schlecht. Rache für Ayur. So, ich habe vergessen, dass ich mit den Pylonen ja auch noch neue Einheiten bekomme. Am besten setze ich die sogar ein, wenn ich schon gemaxt bin, ne? Das Problem, was sich jetzt ergibt, ist, dass ich in der Mitte gerade nichts aufhalten kann. Weil ich keine Fähigkeit mehr dazu hatte. Das war jetzt ein bisschen blöd. So. Ah ja, die dunklen Templer kommen immer wieder. Ich vergesse das immer. Aber das ist voll praktisch. Ich kann jetzt hier auch deutlich mehr Kanonen noch setzen. Jetzt kommt da wieder ein Angriff, so wie es aussieht. Denn, wir sind ja fast gemaxt. Wie zuvor sah ich eine solch gewaltige Masse am Zerg. War dies die Bedrohung, der meine Mutter einst gegenüberstand? Nein, Matriarchin. Diese Bedrohung ist um einiges gewaltiger. Wir werden all unsere Kraft aufbringen müssen, wenn wir bestehen wollen. So, schnell die zerstören, dann müssen wir an die Südfront. Greifen jetzt hier meine... Ich bin hier in den Schatten. Nee, eigentlich ist die Südfront schon richtig. Wir sind außer ein bisschen was, was wir hier an die Nordfront schicken müssen. Problem ist, dass die Nordfront hier kaum gesichert ist. Nein. Lasst unsere Feinde ja, wobei, die Station ist jetzt echt gut gesichert. So, noch einen mehr. Mit Photon Overcharge hier nehme ich auch schon die meisten anderen Sachen hier auch raus. Jetzt kommen sie aber wirklich nochmal von allen Seiten. Was ist euer Ich? Und von oben auch. Oh, oh. Ihr habt nicht ich. Basis wird angegriffen. Ja, jetzt wird gerade alles angegriffen. Das wird ein bisschen schwer, alles zu verteidigen. Ich muss jetzt aber gerade mal hier gegen die Lufteinheiten, glaube ich, hauptsächlich vorgehen. Denn hier sind... So, hier die... Ist gesichert. Müssen wir eben schauen. Wo halte ich denn am besten was auf? Geht eigentlich gerade, ne? Ist gar nicht so schlimm. So, und so viel ist gar nicht mehr. Es kommen sogar Stachelkrabbler hier. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. So, jetzt muss ich gerade die Nordfront, geht gerade nicht so gut zu verteidigen. Da müssen wir gerade ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht gebrochen werden. Aber das sieht ganz gut aus. Bald wird er bereit sein. Mirach, ich habe einen Solaritspeicher unterhalb des Xel'Naga-Tempels entdeckt. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, kann ich ihn möglicherweise bergen. Na toll, und das hast du mir jetzt. Wir werden den Tempel so lange wie möglich halten. Ja, das werde ich wohl. Oh. Ich muss hier oben unbedingt gegen Hutas was machen. So.
sterben gerade unglaublich viele dunkle Templer. Soll bis 1,5 Milliarden aushalten. Das wird haarig. Wir sind ja noch nicht mal bei 1 Million. Oh oh. Ich werde hier gerade fast überrannt. Ich hoffe, dass das Ganze in Wellen angelegt ist. Und dass dementsprechend hier gleich noch was möglich ist. Oh oh. Warum wird es denn auf einmal so schwer? Kann mir das jemand verraten? Das war doch die ganze Zeit nicht so schlimm. Jetzt habe ich auch noch kein Income mehr, weil meine Basen hier zerstört wurde. Ich muss noch 30 Millionen müssen hier noch auf den Dingens kommen. Also 30 Sekunden muss ich noch durchhalten, glaube ich, heißt das. Aber selbst das wird gerade ziemlich, ziemlich schwierig. Oh oh. Das kann doch nicht sein, dass es jetzt plötzlich so schnell und so viel ist. Ja, das reicht nicht. Das reicht genau nicht um 10 Sekunden. Mission fehlgeschlagen. Der Tempel wurde zerstört. Gut, laden wir nochmal den letzten Spielstand. Vielleicht würde ich sogar sagen, wir probieren das. Ja, ich würde sagen, es ist blöd, wenn ich das immer wieder euch das erste Mal nicht zeige, wo ich das mache, denke ich. Deshalb würde ich sagen, wir probieren das Ganze in der nächsten Mission nochmal. In der nächsten Folge meine ich natürlich. In der nächsten Folge werde ich diese Mission einfach nochmal neu starten. Und auf eben diese nächste Folge könnt ihr rechts oben klicken, hier rechts unten auf ein anderes Projekt von mir. Dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon haltet, ob ich das so machen soll wie in der letzten Folge, wo ich dann Missionen, die ich nicht schaffe, einfach nur dann zeige, wenn ich sie auch schaffe, sozusagen. Also, dass ich den ersten Versuch nicht ausstrahle. Oder wollt ihr auch den ersten Versuch sehen? Das wäre wirklich mal interessant für mich zu wissen, wie ich das denn machen soll. So seht ihr jetzt mal beides. Diese Folge habe ich dann die gescheiterte Mission gezeigt, hoffentlich dann in der nächsten die gelungene. Und in der Mission davor war es dann ja so, dass ich nur den gelungenen Versuch ausgestrahlt habe. Was haltet ihr davon? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr hier rechts oben natürlich auf die nächste Folge klicken, hier rechts unten auf ein zufälliges Video von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.